Eher klassisch. Streaming, Radio oder ganz altmodisch CD. Eher Steak. Noch Diesel. Die tragende Säule muss die gesetzliche Rente sein. Das ist meine feste Überzeugung. Und die müssen wir stärken, Menschen für Menschen als Sozialversicherungssystem. Und zwar so, dass man nach einem Leben voller Arbeit tatsächlich sich auf eine auskömmliche Alterssicherung verlassen kann. Ergänzen muss es betriebliche, auch private Altersvorsorge geben, aber die Betonung liegt auf ergänzend. Die tragende Säule bleibt die gesetzliche Rente. Und dafür muss man das Richtige im Rentensystem verändern, das haben wir angefangen. Und dafür sorgen, dass am Arbeitsmarkt wir den veränderten Altersaufbau auch hinbekommen, indem möglichst auch im digitalen Wandel alle Menschen, die arbeiten können, die Chance haben, auch zu arbeiten, dafür zu sorgen, dass das System stabil bleibt. Verbraucherpolitische Herausforderung Nummer eins gibt es nicht, weil es tatsächlich sehr unterschiedliche Verbraucherinteressen gibt, ob wir über gesundheitlichen Verbraucherschutz reden oder über die Frage, welche Produkte, Verfahren man hat. Aber über allem ist, glaube ich, ein Thema verbinden möglicherweise, nämlich wie wir es schaffen, dass im Zeitalter des digitalen Wandels Verbraucherrechte nicht nur nicht unter die Räder kommen, sondern möglichst gestärkt werden.